17th of February 2019, the second day of teaching at Bodawet, Frankfurt, Germany. Heute ist der 17. Februar 2019. Heute ist der zweite Tag von den Belehrungen hier in Budersweg. We all are still alive at the present moment. The past has gone and the future is not coming yet. We should try to use the present moment to do good deeds. Und die Vergangenheit ist vergangen und die Zukunft ist noch nicht gekommen. Und deswegen das Einzige, was wir haben, ist der jetzige Moment. Und diesen jetzigen Moment sollten wir dazu nutzen, etwas Gutes zu tun. The present place and conditions are also to use to do good deeds. Und der Ort, an dem wir uns immer befinden und die Umgebung oder die Bedingungen, die, so wie wir sie halt vorfinden, immer in jedem Moment, die sind dazu da, das so zu benutzen, um etwas Gutes damit anzufangen und etwas Gutes damit zu bewerkstelligen. Ignorance and attachments are bad for the mind. Mindfulness and detachments are good for the mind. Und Unwissenheit oder Unklarheit und Anhaftung sind sehr schlecht für den Geist. Und Achtsamkeit und Losgelöstheit oder Abstand zu den Dingen zu haben, ist sehr gut für den Geist. Oder sehr gesund für den Geist. We all should use present moment, place and condition to practice mindfulness and detachments in order to detach from ignorance and attachment. Und wir sollten den jetzigen Moment dazu nutzen, Achtsamkeit und Losgelöstheit zu üben oder zu praktizieren, so dass wir dann dadurch wegkommen von Unklarheit und Anhaftung. Only the practice of mindfulness and detachment can explain the truth of mindfulness and detachment. Nur indem wir Achtsamkeit und Losgelöstheit selber üben oder umsetzen, erst das wird es ermöglichen, dass wir die Wahrheit, die dahinter steckt, oder die Wahrheit von Achtsamkeit und die Wahrheit von Losgelöstheit, die dahinter steckt, oder die Wahrheit an sich von diesen Qualitäten und Phänomenen zu verstehen. Und das geht nur durch die, indem wir diese üben. Learning by practice is the best we can do. The more we practice, the more we can know. Lernen, man lernt am besten, indem man einfach die Sachen praktiziert oder indem man die Sachen übt. Das ist der beste Weg, um davon zu lernen. Und dadurch werden wir dann die Weisheit, die mit diesen Sachen zusammenhängt, dadurch werden wir die dann verstehen oder Verständnis gewinnen. The more we are mindful, the more we will know about mindfulness and ignorance. Und je achtsamer wir werden, desto mehr verstehen wir, was Achtsamkeit ist und wie man das einsetzt und so weiter. Und desto mehr werden wir auch bewusst über, was ist verwirrt sein oder nicht aufmerksam sein oder nicht achtsam sein. Ignorance cannot know about ignorance and mindfulness. Only mindfulness can know about ignorance and mindfulness. Zum Beispiel Unwissenheit oder Unklarheit ermöglicht es nicht, Achtsamkeit und auch Unwissenheit selber zu verstehen. Und nur Achtsamkeit an sich ermöglicht es, dass man mehr über Achtsamkeit versteht und eben auch über Unklarheit und so weiter versteht. Und das sollte uns klar sein. There are many good things to do. The more we do what is good, the more we can know about good deeds. Es gibt viele gute Sachen, die wir tun können. Und je mehr wir gute Sachen tun, desto mehr können wir über
gute Handlung verstehen. Und hier muss ich auch sagen, wenn wir immer das Konzept benutzen von guter Handlung oder Gutes zu tun, das ist ein bestimmtes buddhistisches Konzept. Man benutzt oder man, man kann gute Handlung über Körpersprache und Geist handeln. Und das ist ein, das sind die Wege, wie man, das sind die Wege, die uns möglich sind, überhaupt Gutes zu tun. Und das ist ein Konzept. Deswegen, wenn wir immer von gutem, guter Handlung und gutes Tun sprechen, reden wir da davon. There are also different methods of doing good deeds. Only by practice we can understand clearly about each method. Es gibt verschiedene Wege und Methoden, gute Handlungen zu tun oder Gutes zu tun. Und nur indem wir uns darin üben oder diese ausüben, desto mehr werden wir verstehen, welche Möglichkeiten und welche Methoden es eben gibt oder welche Wege es eben gibt, Gutes zu tun, gute Handlungen zu tun. Fulfilling the need of the other is better than fulfilling the need of ourselves. Das, was andere brauchen, oder die Not anderer, oder das, was andere brauchen, das zu anderen zu helfen, indem man ihnen hilft, das, was sie wirklich brauchen, oder ihre Not zu lindern, quasi, das ist besser als die eigene. Ist das Gleiche wie den Nutzen von anderen zu erfüllen. Ja. Also für sich zu erfüllen. Es ist besser, ego-technisch anderen zu helfen, als sich selber zu helfen, auf der Ebene. Giving to the other is better than taking for ourselves. Und anderen etwas zu geben oder anderen etwas zu schenken ist besser als für sich selber zu nehmen oder zu sich selber zu nehmen, für sich selber. Okay, asking a question. Auf Deutsch. Wo bleibt da die Eigenverantwortung? Wenn ich nur für andere tue, dann bin ich doch darauf angewiesen, dass andere auch für mich vieles tun. Oder? Nochmal bitte. Meine Frage ist, wo meine Verantwortung für mich liegt. Wenn ich immer nur gebe, dann nehmen andere sicherlich. Aber wer gibt mir das zurück? She's basically asking, if you always give to others, who give to you? If you don't give to yourself, who will give to you if you always give to others? Seeing from the side of someone or something is wrong. Seeing from the side of cause and effect is right. Wenn du das aus der Perspektive von ich und anderen oder mir und anderen siehst, das ist eine falsche Perspektive. Besser wäre es, wenn man die Perspektive einnimmt von Ursache und Wirkung. Und hier auch in Bezug von, indem du anderen gibst, erzeugt man karmisch-buddhistisch mehr Verdienste, auch von der Perspektive gesehen. If you always give the others, there might be a tendency that you don't take responsibility for your own needs, for your own self. So what about that? We are taking for ourselves. That's why we need to take for ourselves. If we are giving for the others, we may not need to take for ourselves. We just need to give for the others. This is cause and effect. Er sagt, natürlich solltest du dich um dich selber kümmern, für dich selber nehmen, also grundsätzlich Verantwortung dann für dich übernehmen, das ist klar. Aber hier geht es darum, wenn du die Möglichkeit hast, anderen zu geben, dann gibst du anderen. Und wenn nicht, dann nicht. Okay. Aber er sagt, natürlich muss man für sich selber. Sonst ist es ja nicht heilsam. Ja. Und er sagt, wo die Grenzen liegen, wo die Grenzen zwischen, was ich für mich brauche und was ich geben kann. Also, als Beispiel? Wenn ich jetzt sage, ich möchte das und der andere sagt, ich möchte das auch, ist es richtig, es zu nehmen? Ich will es ja, mein Bedürfnis steht mir prinzipiell näher. Oder soll ich es geben,
aus dieser Krise heraus und dadurch gutes Karma sammeln. Aber wenn ich das ja immer tue, habe ich nichts. Und alle anderen haben alles. Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Wer sagt, wo ist die Grenze zwischen mir und dir? Mhm. Also der Bewusstseinssinn, wo ich noch stehe, ist es so, ich will, also mein Wille, und dann kommt eine Grenze, sein Wille oder dein Wille. Und da begegnen wir uns, da kommt es dann zu Uneinigkeiten, zu Krieg eventuell. Ja. Da will ich wissen, wer legt diese Grenze fest oder wer sagt, dass die Grenze nicht richtig ist. Also das verstehe ich nicht. I think she asking where is the limit or the border. Yeah, where is the limit or the borderline between yourself and others in the respect of giving and taking and so on, because we have a lot in the relationship with other people and so on. Can happen a lot of quarrel and fighting when it's about what to give, what to take, and so on. So where is the borderline or the limit for where's one's own limit and the limit of others? This she's asking about. Only by giving we can know about giving. So there are many ways of giving. Giving food, giving shelter, giving money, giving wisdom, sharing wisdom. So also there are many people who need help. So only by practice we can know if we are giving whatever we have. We will know about giving more and more. Only by giving to many people in need, we will know more and more about the people in need. Without practice, we are not sure whether we should do it or not, whether this person is really in need or not. We are not sure if we are not giving. Only by practice, the answer can be sure for us. Er sagt, das ist eine Sache der Übung. Je mehr du gibst, und hier geben ist mehr in der Richtung von Güte, also Bedürftigen geben und so weiter. Es ist nicht unbedingt geben jetzt, wenn er von Beziehung redet, also eher von Güte, bedürftig, sozial und so weiter. Und er sagt, je mehr du, es gibt so viele Leute, die bedürftig sind. Man kann teilen von Essen, also Nahrung, man kann auch Weisheit oder auch Wissen oder auch materielle Güter und so weiter. Und er sagt, je mehr du diese Güte in Gaben und auch positiven Handlungen teilst, je mehr wirst du erfahren und verstehen, wie dieses Prinzip funktioniert, von Geben, Teilen. Und vor allem sagt er auch, was Bedürftige wirklich brauchen. Und da geht er auf den Punkt ein, was du meinst, was ist, wenn jemand jetzt fragwürdig bedürftig ist oder wenn er das ausnutzt oder wenn da Probleme entstehen. Er sagt, diese Erfahrung gehört dazu. Man muss, indem man immer mehr gibt, desto immer mehr wird man genauer wissen, ob dieserjenige wirklich bedürftig ist oder ob das eine krumme Sache ist und so weiter. Aber das kannst du nur durch Erfahrung und durch dieses, indem man das macht, indem man teilt, indem man gütig ist, erfahren. Wenn man das nicht macht, wird man nie darüber mehr verstehen. Und er sagt, es gibt so viele, die das brauchen. Also, bedürftige Menschen. Now we are young and healthy, that's why we can work for the old and the sick. For the old and the sick, they cannot survive by themselves. That's why they need help. Therefore, for the young and the healthy people, we can work for the old and the sick. This is right giving to the right person in need. Und er sagt, es gibt viele alte und kranke Menschen. Und diese alten und kranken Menschen sind offensichtlich bedürftig. Denn alte und kranke Menschen können nicht von sich aus sich um sich selber kümmern. Deswegen sind sie tatsächlich bedürftig.
würde man ihnen nicht helfen, könnten sie nicht überleben oder kämen nicht klar. Deswegen sind die auf unsere Hilfe angewiesen. Jetzt sind wir jung oder wir sind zumindest gesund und demnach haben wir auch Kraft zu geben, gütig zu sein, zu helfen und positive Handlungen, Positives zu tun. Und deswegen sollten wir das tun, solange wir das können. Und diese Form von Geben oder diese Form von Güte ist rechtes Geben. Das ist auch wieder buddhistische Konzept oder Terminologie. Rechtes Geben heißt, es kann auch falsches Geben geben. Zum Beispiel Waffen, Gift, nicht Weisheit, sondern schlechte Konzepte geben, die auf Hass basieren oder Krieg und so weiter. Und deswegen, wenn man tatsächlich gütig ist und so weiter, dann fällt das auch buddhistisch, technisch gesehen und so weiter unter rechtes Geben. Und besonders, wenn es um alte, kranke und wirklich bedürftige Menschen geht, erst recht, dann ist es rechtes Geben und auch allgemein logisch. Okay. Dann würde auch keine Bedürftigkeit bei mir selber entstehen. Also dieses Defizit, von dem du gesprochen hattest, wo du sagst, wann bin ich denn leer oder wer gibt mir, das würde dann bei diesem Handeln nicht entstehen können, weil es ein gutes Handeln ist. Ist das eine Frage, oder? Ja, also wenn es ein Geben mit Güte ist, werde ich nie eine Leerheit dabei spüren oder ein Geben ohne zu bekommen. Ja. Also die Garantie bei gütigem Geben ist dann... Soll ich fragen? So, ja. Kann, ja. If you do right giving, will you yourself always be fulfilled? Then, if you do right giving, is there like a guarantee on somehow that when you do right giving, you yourself will also always be fulfilled? If we are not fulfilling the need of someone, we will feel the same like that person. Grundsätzlich ist es so, dass wenn du nicht das Bedürfnis von jemandem anderen erfüllst oder dich darum kümmerst, wirst du quasi, kann man sagen, früher oder später dich genauso fühlen wie er oder diese Person. If one of our friend is in need of help for money or job or medicine, that person may feel worry or anger or disappointment all the time until he get what he need. So if that person concerned with us, we will feel the same whenever we think about him. So if we cannot fulfill his need, we will feel the same like that person. So if we help them, if we fulfill their need, that person will be satisfied, will not be angry, will not be disappointed. In this way, we will feel the same. We will not be angry. We will not be disappointed. This is the same as we do for the others. If we do someone to be happy, to be satisfied, we will also be free to be happy and satisfied. Er sagt, grundsätzlich hängen wir alle voneinander ab. Oder man hängt voneinander ab. Besonders, wenn du mit irgendwem eine Beziehung hast oder irgendjemand mit dir in irgendeiner Form, du jemanden kennst allein schon. Allein das ist schon, da ist eine Bedingung in dieser Beziehung, dass du den kennst. Und jedes Mal, wenn zum Beispiel diese Person bedürftig ist in irgendeiner Form, nehmen wir an, diese Person hat Probleme mit Job, mit Krankheit, und so weiter. Und deswegen ist diese Person gestresst oder hat Sorge und so weiter. Jedes Mal, wenn du, oder auch Wut oder ist frustriert, Frustration wegen diesen Sachen, jedes Mal, wenn du an diese Person denken wirst, wirst du dasselbe fühlen, was diese Person fühlt. Weil du eben in einer Beziehung zu dieser Person stehst oder irgendwie mit dieser Person wie auch immer verbunden bist, in deinem sozialen Umfeld, Umkreis und so weiter. Natürlich, je näher, umso intensiver, je weiter weg, weniger intensiv, aber der Fakt besteht, dass du das fühlst. So, wenn du jetzt, und auch jedes Mal, wenn du an diese Person denkst, dann, und du wirst, die Person, die hatte ja Probleme mit dem Job oder die hatte Sorgen, wirst du auch wieder dieses Gefühl auch fühlen.
Besonders wenn das eine nahestehende Person ist, dann fühlt man das sehr stark. Und er sagt deswegen, die einzige Lösung, egal ob entfernt, nah oder auch allgemein, was Mitmenschen oder sozial angeht, ich denke, er meint auch für die ganze Welt oder insgesamt, ist es einfach so, dass der einzige Weg daraus ist, dass man dann diese bedürftigen Leute oder Leute mit Problemen und so weiter hilft. Demnach, wenn du dann der Person geholfen hast und diese Person es besser geht, oder zumindest du deinen Teil getan hast, dieser Person zu helfen, wirst du ein besseres oder auch gutes Gefühl haben. Und wenn es die Person tatsächlich besser geht, erst recht, dann wirst du immer ein gutes Gefühl haben, wenn du diese Person fühlst. Dann weißt du, ah, dieser Person geht es zumindest gut oder geht es gut und so weiter. Und in dieser Form hängt man voneinander ab. Aber ist es denn gut, wenn ich zum Beispiel den Hass dann auch spüre der anderen Person? Das kann doch nicht gut sein. She asked, now, if some person has some problem and she gets angry and has hatred and you feel that anger or hate, that cannot be good, is it? Some person has anger. Yes. You are in some connection with that person. Yes. And she says it cannot be good to feel that anger or to be influenced by that anger. It's certainly not good. He is angry if he don't get what he want. So by fulfilling his need, he will not be angry. Diese Person hat Hass oder ist wütend, weil sie nicht das bekommt, was sie will, oder weil sie ein Problem hat. Wenn du dieser Person hilfst und diese Person nicht keinen Hass mehr spürt oder nicht mehr wütend ist, dann wird diese Person auch nicht mehr so fühlen und dann wirst du auch nicht mehr so fühlen. Gut, aber manchmal kann man ja nicht helfen. Sometimes it's not possible to help others. We can listen, we can endure. If we can do nothing, we can endure his pain or his feeling by listening what he say or by staying together what he is suffering. In this way, we can make him release or satisfied to share what is bad. We don't want to share what is bad, but for those who is suffering, he need someone to share his suffering. So it is also good things to be together with the person, not to go away like the others. Wenn du nichts tun kannst, dann kannst du dennoch was tun, und zwar du kannst diese Situation aushalten oder diese Schmerz oder diese Leid oder die Probleme von der Person teilen und aushalten. Das kann man immer machen. Und indem du das tust, wirst du auch der Person helfen. Wenn diese Person merkt, dass sie nicht allein ist oder dass jemand oder auch allgemein brauchen wir immer jemanden als Reflexionsmöglichkeit, auch eine Person, die unser Leid teilt oder uns unsere Probleme mitteilt oder aushält. Und allein das schon ist eine Form, dass man der Person hilft. Und dadurch fühlt diese Person sich auch besser und dadurch werden wir uns auch besser fühlen, was diese Situation angeht. But it sounds a bit strange to be doing good for others out of understanding that if I help them to eliminate, to decrease their worry, then I will not worry. If I help them with food, then I will have my food. It sounds like a lot of attachment to doing this good to others, expecting something for yourself. Sie sagt, dass es klingt so, als wenn man dann anderen hilft und so weiter. Dass man daran anhaftet, nach dem Sinne, so, man soll unbedingt anderen helfen und so weiter, das kann auch eine Form von Anhaftung sein. Also was ist damit? Dass man quasi zwanghaft anderen helfen will und muss. Thinking about something or someone is bad habit of the living beings. Instead of thinking about something or someone, we should think about cause and effect only. It is good to do. That's why
we should do. It is bad to do. That's why we should not do. We should do if it is good. We should not do if it is bad. We should not think about I want to do or I don't want to do. Someone may like or may not like. Thinking from the side of something or someone is really bad things or traditional mistake of the living beings. Er sagt, das ist ein Grundzug der Psyche oder der Psychologie von allen Lebewesen, dass sie immer denken in Konzepten wie mein und dein und ich und du oder ich und die anderen und so weiter. Man sollte nicht in dieser Perspektive denken. Viel besser wäre es, wenn man immer in der Perspektive denkt, entweder von Ursache und Wirkung oder dass man in der Perspektive denkt als, man sagt auch ja altruistisch, einfach aus Prinzip. Man sollte aus Prinzip geben, aus Prinzip Gutes tun, prinzipiell Gutes tun. Und man sollte aus diesen beiden Perspektiven denken und nicht immer aus der Perspektive, die der, nicht nur Mensch, einfach alle Lebewesen, die Psyche, die Tendenz hat, immer mit ich tue etwas Gutes für andere oder ich tue und andere bekommen und so weiter, immer in dieser dualen Perspektive denken. Das ist ein gewöhnlicher Fehler oder ein Fehlschritt von der Psyche, die man macht. Und das ist sehr wichtig, dass man diesen nicht macht, diesen Fehlschritt. Einher geht auch damit, was die ganzen Nebenwirkungen, wenn man mit dieser Form gibt oder mit dieser Form handelt, mit dieser Art von Geist und Psyche handelt, wird man immer Erwartungen haben oder Enttäuschung haben und so weiter und so fort oder Probleme haben. Nur mit einer Einstellung ist ein gutes Wort, mit der Einstellung von, dass man auf das Basis von aus prinzipiell macht oder auf dem Prinzip von Kausalität und Ursache und Wirkung, nur dann wird man die Kraft und auch die Stabilität haben, so etwas auf Dauer zu machen. We are working only for ourselves. If we work, we will have regular income. We will use our income only for ourselves. That is what we used to do. In fact, there are many people who cannot work and who don't have regular income. So to do good deeds, we should work and we should use our income for those who cannot work and who don't have income. It is also really good things we can do. Und er sagt auch, in der Regel arbeiten wir immer für uns selbst. Wir gehen zur Arbeit und dann bekommen wir ein regelmäßiges Gehalt. Und dieses regelmäßige Gehalt ist auch nur für uns selber. Und das ist die generelle, die allgemeine, wie das allgemein eben so ist. Und er sagt, viele Leute haben kein Einkommen. Und viele Leute, und erst recht viele Leute, haben kein regelmäßiges Einkommen. Und da wir in dieser privilegierten Position sind, sollten wir auch zumindest einen Teil oder unser regelmäßiges Einkommen dazu benutzen, in welcher Form auch immer, dass wir auch allgemein diesen Leuten helfen. Oder in dieser Perspektive der Allgemeinheit helfen. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, gute Handlung zu tun. By working for ourselves, only we can be satisfied. By working for the others, we can work for many, many people. In this way, many people can be satisfied because of our job or working or activities. Außerdem ist es, wenn man an die Allgemeinheit denkt, inklusive uns selber, ist es extrem unlogisch. Wenn wir immer nur für uns selber arbeiten, dann sind nur wir, machen nur wir uns selber glücklich. Und wenn wir für andere arbeiten, machen wir eine Mehrzahl, mehr Leute glücklich als wir selber. Deswegen auch aus dieser, einfach von der Allgemeinheit gedacht, ist es unlogisch, wenn nur wir uns selber immer glücklich machen. Und darüber sollte man nachdenken.
making many people to be certified is better than making only someone to be certified. Und es ist wesentlich besser, andere Leute, und es fühlt sich auch besser an, andere Leute glücklich zu machen, als wenn man sich selber glücklich macht, nur sich selber glücklich macht. Only by working for ourselves, we will get into trouble if we cannot work. By working for the others, we are sure we will get help from the other when we cannot work. Wenn man nur für sich selber arbeitet, nur für sich selber, nur zu seinem eigenen Selbstzweck, immer auf den eigenen Selbstzweck hinaus handelt und immer nur sich selber, für sich selber befriedigt, nur für sich selber, an sich selber denkt, immer wenn man nur an sich selber denkt, früher oder später wird man Probleme bekommen im Leben. Und das Gegenteil ist der Fall, wenn man immer für andere da ist und für andere etwas tut. Wenn man, oder wenn man an andere viel denkt, selbst wenn wir einmal Probleme im Leben haben, werden ganz sicher diese anderen oder auch andere da für uns sein. Das ist ein Fakt. Auch darüber sollten wir nachdenken. Only a few people are adults and actress. Most of the people are not skillful in acting. Many people will pay money for watching movie. This is also a kind of supporting to those who are working. This is the same for the audience to listen to the sound. Most of the people will not be able to work for the others, but they will support us because of our actions of doing good deeds. Es ist so, auch wenn man in der Welt schaut, es gibt nur wenige, die Schauspieler sind, also für Kinofilme und so weiter oder auch Filme im Fernsehen oder Kino. Und diese wenigen, also im Gegensatz zu der Gesamtbevölkerung, auf die Gesamtbevölkerung verteilt gesehen, und diese wenigen Schauspieler sind in diesen Filmen zu sehen, im Kino oder im Fernsehen. Und wenn wir dann ins Kino gehen, bezahlen wir, um diese Schauspieler zu sehen in dem bestimmten Film. Und wenn wir darüber nachdenken und das auch auf das Beispiel anwenden, wenn wir anderen Menschen helfen, ist das so, dass es ist ja nicht so, dass wir alle Schauspieler sein können. Und deswegen im selben, oder also Hollywood-Stars oder Bollywood-Stars. Und dann ist das so genauso, wenn wir anderen Menschen helfen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, dann im großen Stil dann anderen Menschen zu helfen. Aber man kann es, soweit die eigene Möglichkeit gehen, im kleinen Kreis tun. Wer die Möglichkeit hat für mehr, kann es im größeren Kreis tun. Aber dann für die, die die Möglichkeit haben, oder überhaupt diese Praxis von guten Handlungen zu betreiben, machen oder tun, ist dann so genauso wie Leute ins Kino gehen, um dann zu bezahlen, um den Film zu sehen. Viele Leute werden uns helfen. Und dann, weil sie nicht die Möglichkeit haben oder sie nicht die Möglichkeit sehen, anderen Leuten zu helfen, werden die uns dann helfen, wenn wir versuchen, anderen Leuten zu helfen. That's why we just need to help the others. If we can help the other really, we are sure to get support from the public. In this way, we can continue helping the others. Und es ist auch so, wer tatsächlich in welcher Form auch immer anderen helfen kann und das klappt, in welcher Form und in welchem Ausmaß auch immer, auch wenn es sehr gering ist, sind wir sicher, dass wir die Unterstützung von anderen dafür bekommen, weil es eben klappt. Und das ist ein Fakt. Wir können sicher sein, dass wir die Unterstützung dann von anderen bekommen, wenn die sehen, dass das anderen hilft. Ist das das Gesetz der Resonanz oder ist das Karma? Is this principle that other people will help or like to help when they see that our help is working for others? Is this principle based on karma or is it because of karma that this is so, or is it because of some that the people resonate with that, or what do you think? Why people like to help us in helping others? Helping other is the best we all can do. Even if we are not helping the others, we understand
it is best to do. So if we try to help the others, we will be friendly with the people who are helping the others. If we are not helping the others, we will not be friendly with the people who are helping the others. Only when we are helping the others, we will also be dealing with the people who are helping the others. In this way, we can have many good friends. This is the saying, when you meditate, you can deal with other meditators. If you don't meditate, you cannot deal with the meditators. So if we are working only for ourselves, we will be friendly with the person who are working for themselves. Only when we are working for the others, we will also be dealing with the person who are working for the others. In this way, we can have many good friends who will help each other. Erst einmal ist es wie ein, jeder weiß irgendwie intuitiv innerlich, dass das das Richtige ist. So erstmal allgemein gültig ist das ein Prinzip. Das ist das eine. Und er sagt auch, das andere ist, es ist auch so, das verhält sich auch so, dass immer wenn du anderen Leuten hilfst, du auch andere Leute wertschätzt oder auch triffst oder auch diese als Freunde hast, auch andere Leute, die zumindest so eine gleiche Einstellung oder Ausrichtung haben, dass das sich anzieht in irgendeiner Form. Und genauso Leute, die nicht anderen helfen, werden auch mit Leuten zu tun haben, die eher diese Einstellung haben oder nicht anderen helfen. Und er sagt als Beispiel auch zum Beispiel, Leute, die meditieren, werden eher dazu tendieren, Freunde oder Bekannte zu haben, die auch damit zu tun haben oder zumindest eine Einstellung oder offen dafür sind, sagen wir mal so. Und dieses Prinzip verhält sich so. Und demnach auch ist es so, dass wenn wir uns in dieses Feld begeben und gute Handlungen betreiben und so weiter, dass wir auch viele gute Freunde oder viele neue Menschen kennenlernen, die an dieser Gesinnung teilhaben. Und das ist auch ein positiver Nebeneffekt davon. Allgemeinwissen, das war wie so ein Wort, allgemein, dass etwas Gutes zu tun gut ist, aber tatsächlich gut ist, ist wie Allgemeinwissen. Mein Teaching come from practice. So if you practice, you are sure to understand. You just need practice. Das, was ich sage, kommt aus meiner eigenen Erfahrung, über gute Handlungen zu betreiben und anderen Menschen zu helfen. Das sage ich aus meiner eigenen Erfahrung, nicht aus Fantasie oder etwas anderes. Ich sage das, weil ich selber diese Wege gehe oder anderen helfe. Und wenn ihr auch diesen Weg geht, werdet ihr auch sehen, wie das eben ist. Oder anders gesagt, die Weisheit darüber, wie man gute Handlungen betreibt, oder die Weisheit, das ist aus meiner eigenen Erfahrung. Oder die kommt daher, weil ich das mache oder gemacht habe. Nicht, weil ich es nicht gemacht habe. So. What about, helping other people related to the meditation? Wie kann man zum Beispiel, wenn wir jetzt meditieren oder Meditierende sind oder so, wie kann man anderen helfen auf dieser Ebene? Also was Meditation und was das alles angeht, wie kann man Leuten, was das angeht, helfen? The real meditation is right view and action. Helping people in need is right action and right view. That's why helping people in need is also a kind of meditation. Er sagt, anderen Leuten zu helfen ist auch aus buddhistischer Sicht gesehen auch rechte Sicht oder rechte Sichtweise oder eine rechte Einstellung und auch rechte Handlung. Also dazu muss man sagen, also klassischem Buddhismus werden positive Handlungen klar definiert und auch Einstellungen und Sichtweisen klar definiert. Und anderen zu helfen, fällt unter einer positiven Einstellung, also rechter Sicht und auch rechter Handlung. Und
weil es eben unter dieser Kategorie fällt, oder technisch gesehen, weil es positiv ist, ist es auch gleichzeitig wie eine Meditation, wenn man anderen hilft. Weil es gibt bestimmte Stufen, und Meditation ist in den folgenderen Stufen. Und die Voraussetzung für Meditation oder für gute Meditation kommt durch eine richtige Einstellung und auch durch richtige Handlung. Und weil richtige oder, also wenn wir hier immer von richtiger oder recht, das ist dieses buddhistische Konzept, das ist wie so ein Fachterminus. Und wenn, damit man eine gute Meditation hat, damit der Geist so klar und rein ist, setzt das eine richtige Sichtweise und auch eine richtige Handlungs- oder Lebensweise voraus. Und deswegen ist es auch gleichzeitig wie Bedingung zur Meditation und auch Meditation selber, wenn man anderen hilft. Jetzt gibt es aber auch die Form im Buddhismus, dass man nur meditiert und dass man dann Frieden meditiert und die machen gar keine Handlung und helfen trotzdem den Menschen. Es gibt Klöster dort, die nur meditieren. Und durch die Meditation verändern sie auch, allein durch die Meditation und durch das, und das, was sie denken, verändern sie ja auch die Welt. There are some monasteries where they only meditate. And those people in those monasteries, those meditators, are they not also helping other people or the world when they just meditate in their monastery? By daily meditating and keeping precepts is also doing good deeds, but not enough. They are doing as much as they can, but that is not complete. Because I came from meditation center, I am one of the meditation master. There are many meditation center in Myanmar, and also many meditation master and meditators in our country. So I know very well about the meditation center. I know what is good and what is weakness. That's why I have to combine both helping the others and practicing meditation. Er sagt, die Leute, die in den Klöstern, oder die Leute, die jeden Tag meditieren und auch Gelübde haben als Mönch oder Nonne oder Laiengelübde, Menschen auch in den Klöstern, natürlich helfen sie anderen auch damit, der Welt oder anderen Menschen. Aber diese Form von Praxis oder Lebens, das als einzigen Lebensweg, ist nicht vollständig. Er sagt, damit diese buddhistische Praxis vollständig wird, aus seiner Erfahrung und Sicht, das ist nicht genug und man muss anderen auch aktiv sein, auch für die Welt, in der Welt oder sozial zumindest sich irgendwie einbinden oder helfen. Ja. Und er kommt aus Burma und weil er eben aus Burma kommt, da gibt es viele Klöster, viele Meditierende, auch viele Meditationslehrer. Und er kommt ursprünglich aus einem Meditationskloster, wo er auch selber danach Meditationslehrer war und er kennt auch die Lage und spricht da aus Erfahrung. Und er weiß auch die Schwächen, die dieses System, was sich so etabliert hat, hat. Und er sieht, dass die Leute, die dann nur, also noch nicht mal als Phase, sondern einfach nur als Gesamteinstellung, nur einfach meditieren, dass deren Praxis nicht vollständig ist dann, als solches. Und deswegen versucht er immer, die anderen zu helfen oder gute Handlungen nach außen auch zu betreiben, das als buddhistische Praxis selber zu praktizieren oder auch zu integrieren und anderen so zu lernen. Weil erst dann wird die Praxis vollständig. Oder anders kann man auch sagen, die Leute, die nur in den Klöstern nur meditieren und nur ihre Art, anderen zu helfen, wenn man das auf die Perspektive sieht, wie sie anderen helfen, ist natürlich limitiert darauf, dass sie nur meditieren. Wenn man beides macht, hat man beides. Think what is necessary. By that place only, it cannot be meditation center. Only combination with meditation master, meditators, and also the donors and the suitable place. All combination of all these things can create
this two-day meditation retreat. In this way, many people have chance to participate in doing good deeds of meditation retreat. Und man sieht auch, dass es von vielen Bedingungen abhängt, zum Beispiel dieses Meditations-Retreat zu halten. Allein das zu halten, braucht es viele Bedingungen. Man braucht den Ort, das Gebäude. Selbst das Gebäude wurde durch viele Leute kreiert. Und auch hier, damit dieses Retreat läuft, sind viele Bedingungen notwendig. Die Leute, die hier hinkommen, ein Lehrer und Leute, die helfen und so weiter. Und es braucht viele Bedingungen. Und allein das ist dann auch ein Ort, wo man die Möglichkeit hat, viele gute Handlungen zu tun. Und auch, wo viele Bedingungen dafür nötig sind, dass es überhaupt zustande kommt. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt davon. Und das zeigt auch, dass man nur durch Meditieren und so weiter, dass so etwas gar nicht entstehen kann. Man braucht die Hilfe, um so und die Entstehung vieler Bedingungen und Arbeit an vielen Bedingungen, damit damit sich so etwas manifestieren kann, wie allein dieses Retreat. This is the best for everyone in the society. If more and more people are dealing each other to do good deeds, the society will be more and more complete. Und deswegen ist das der einzige Weg, dass man eine Gesellschaft positiv verändern kann. Nur wenn die durch solche Veranstaltungen oder durch so eine durch solche Veranstaltungen, nur dadurch kann man das erreichen, dass man dann die Einstellung von mehr und mehr Leuten dahin verändert, dass rechtes Handeln, positives Handeln, dass das der richtige Weg ist und so mehr und mehr dafür gewinnen, dass letztendlich dann auch tatsächlich eine Gesellschaft zumindest eine positivere Neigung bekommt oder ein Land. Das ist der einzige Weg. Business or politics or sport, music together are not complete. Doing good deeds together is really complete. Wenn man nur Gesellschaft positiv verändern will, nur durch Politik, nur durch die Geschäftswelt, nur durch Entertainment, Musik, Film und so weiter, das sehen wir ja, was daraus passiert. Das ist nicht diese Positivität, die dadurch kommen kann, ist nicht komplett, ist nicht menschlich genug komplett, um uns zu vervollständigen als Teil dieser Gesellschaft. Aber wenn man durch positive Handlung, menschliche Handlung, gütige Handlung so agiert, ist es möglich, dass man diese vollständige menschliche Zufriedenheit und Erfahrung, die teilt, ist es möglich, das zu teilen in der Gesellschaft. Nur dadurch ist es möglich, das zu teilen. Nicht durch Politik, nicht durch die Geschäftswelt und so weiter und so fort. Er hat nicht gesagt, dass Politik und so weiter nicht der Träger dafür sein kann. Er hat gesagt, an sich ist es nicht möglich, durch Politik und Geschäftswelt, also Business und so weiter, die Gesellschaft so zu verändern. Das kann nicht sein. This is the same for a retreat or for a meditation center. The same cause and effect. If we can do like this, it is not difficult to create a full-time meditation center. This is two-day meditation retreat. So we are teaching about the truth. We are doing what is right and good. For a full-time meditation center, it is the same action, activities. So if we can do a short time, if we can do a day or 2 days, we are sure we will be able to do every day, every year. We just need to do. Und genauso wie in einem Kloster, wo man, oder in einem Meditationskloster, wo man jeden Tag nur meditiert. Jetzt, wo wir hier sind, meditieren wir, oder haben wir einen zwei Tage Meditationsretreat. Und allein das zeigt, dass selbst das möglich ist. Und wenn ein 2 Tage Meditationsretreat möglich ist, ist es auch möglich,
an weiteren Tagen zu meditieren oder einige Tage dafür immer zu widmen oder jeden Tag dafür zu widmen oder einige Zeit jeden Tag dafür zu widmen. Und das ist möglich. Man muss es nur tun. Es macht keinen Unterschied, ob man jetzt hier zum 2-Tage-Meditations-Retreat kommt oder in einem Meditations-Retreat-Kloster wohnt oder jeden Tag meditiert oder jetzt zu Hause dann und so weiter meditiert. An sich macht das keinen Unterschied. Man muss es nur tun. Man hat immer die Möglichkeit dann dazu. When we are doing good deeds, there may be difficulty, there may be misunderstanding, there may be need of finance or materials or volunteers, but all these can be fulfilled by continuous doing good deeds. Wenn man anfängt und gute Handlung versucht, anderen zu helfen und versucht, in seiner Umgebung zu helfen, dann mag es sein, dass Probleme entstehen, Konflikte entstehen, dass Geld gebraucht wird, dass irgendwelche Probleme entstehen. Das ist normal. Aber auch diese Probleme können auch wieder damit gelöst werden, dass man wiederum auf diese Probleme bezogen rechte Handlung betreibt, gute Handlung betreibt. Mit einer positiven Einstellung Handlung oder versucht mit einer positiven Einstellung diese Probleme zu lösen. Dann ist das möglich, auch diese Probleme aus dem Weg zu schaffen. Oder was er mitteilen möchte, ist, dass die Lösung zu diesem Problem wiederum einfach eine positive Einstellung und positives Handeln, rechtes Handeln ist. We will start now for lunch.